Jetzt? Ja, grüßt euch. Servus. Mach ich ruhig. Bereit, wenn du es bist. Und dann warte mal, ich stecke gerade. Jetzt muss ich auch noch. Liebe Vorwärtsfans. Nein, fangen wir noch mal. Jetzt. Liebe Vorwärtsfans. War das voll eine super Sache, wenn wir jetzt aufs. Hallo, ich habe ein Brösel im Hals. Es ist so typisch. Hallo, liebe Vorwärts-Steier-Fans. Ich wünsche euch. Nein, das darfst du mir nicht rein. Ich würde sagen, it's a rap, Peter. Ja, aber gut. Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Nein, das kann ich nicht authentisch umbringen. Ja. Also, zuerst einmal ganz eine blöde Frage. Wie zufrieden kann man mit dem Turnierverlauf heute sein? Sehr zufrieden. Wir haben 3 Gegentore gekriegt. In der Halle ist das eh unglaublich. Der hat Kippers und dann habe ich nicht mehr auslassen, ich weiß alle nicht dabei. Was sagst du dazu? Natürlich kann ich sogar teilweise Dolmetscher spielen. Ja, sehr schön. Du wirklich am Arsch. Ja. Was war deiner Meinung nach der Unterschied, warum wir dieses Jahr im Unterschied. Bitte noch einmal. Es ist immer wieder. Wird immer. Bitte noch einmal. Bitte noch einmal. Lass uns zum Abschluss nur ein bisschen über das Sportliche. Kurze Ecke. Ganz wichtiges Tor heute. Stadi, leider im letzten Auswärtsspiel eine 2-0 Niederlage in Klagenfurt. Die obligatorische Frage, woran hat es gelegen? Ja. Links. Ich habe mir keine Frage überlegt. Zum ersten Mal in der ganzen Saison. Ohne Fehler. Wie schaffst du das trotzdem, dass du 90 Minuten halbe wieder voll Druck machst von hinten? Ja, wenn du trainierst jeden Tag, sehr klar, du gewöhnst dich an das Tempo, wenn du jedes Spiel spielst. Und wenn man jeden Tag trainiert, es ist einfach, du sollst aus und wenn du das selber trainierst. Ja, jetzt Teil 3 zu unserem, von unserem. Fangen wir nur mehr an, ja. War schon. Und mehr fällt mir nicht mehr. Mein Outfit, es müssen alle arbeiten.